Wirken dämonischer Kräfte getarnt als Lichtengel. Werter Dudde. Botschaft 8484. 1.5.1963. Streiter sollet ihr sein für mich und mein Reich, und also müsstet ihr auch standhalten allen Anstürmen von Seiten meines Gegners. Aber ihr streitet nicht allein, ihr habt mich selbst als euren Heerführer, und wahrlich, ich werde euch zum Sieg führen, denn er wird euch nicht zur Strecke bringen können, weil ihr kämpft mit meiner Kraft und als meine Sendboten. Und meine Macht ist wahrlich größer, nur müsstet ihr euch mir voll und ganz ergeben, dass ihr also auch im Vollbesitz von Kraft sein könnt, wenn es gilt, ihm Widerstand zu leisten. Ihr brauchet euch also keineswegs zu fürchten, in welcher Gestalt er euch auch entgegentritt. Er hat viele Gewänder, in die er sich hüllt, und immer wird er die meinen in Furcht zu versetzen suchen, doch es wird ihm nicht gelingen, wo ich um Schutz angegangen werde. Nur das eine solltet ihr wissen, dass ich nicht doppelzüngig rede, dass nicht der eine von mir diese und der andere jene Lehren und Aufklärungen erhält und dass also zwei Herren am Wirken sein müssen, wo verschiedene geistige Belehrungen stattfinden. Ich aber weiß um das Herz jedes Menschen. Ich weiß um seine Einstellung zu mir, seinem Gott und Schöpfer von Ewigkeit, und ich nehme daher auch Besitz von diesem Herzen, das sich mir gänzlich anvertraut, und führe den Menschen auf allen seinen Lebenswegen. Würdet ihr nun sehen, wie das Reich meines Gegners sich ausgebreitet hat und mit welchen Mitteln er kämpft, um noch in der Endzeit die Oberherrschaft zu gewinnen, dann würdet ihr euch nicht mehr wundern, dass so viel Ungeistiges sich kundgibt und dass die reine Wahrheit von Seiten der finsteren Welt bekämpft wird in jeder Weise. Und immer nur kann ich euch sagen, vertrauet mir, indem ihr euch voll und ganz mir übergebt und mich für euch sorgen lasset. Und lasset euch nicht beirren durch satanisches Wirken. Denn ich werde euch den Beweis erbringen, dass meine Macht stärker ist und auch ihnen seine Grenzen verweisen, wenn die Zeit gekommen ist. Glaubet es, dass vom geistigen Reich auch starke Bindungen bestehen zur Erde und dass der Gegner ganz besonders stark am Werk ist und sich tarnet als hellstes Lichtwesen und dies kann, weil des Menschen Seelenzustand selbst ihm die Macht einräumet. Ihr kennet nicht diese dämonischen Kräfte, die in der Endzeit alles dran setzen, um die Menschen ins Verderben zu reißen. Wer sich eng an mich anschließt, der hat diese Kräfte wahrlich nicht zu fürchten. Und ob sie auch alles versuchen, die Seele zu beunruhigen, die mir ergeben ist. Es sind noch viele üble Geister in der Endzeit auf Erden verkörpert, die als Abgesandte der Hölle ihrem Herrn dienen und viel geistiges Unheil anrichten. Auch ihnen ist die Freiheit gewährt, denn auch sie könnten Erlösung finden von einem ewige Zeiten währenden Qualenzustand, wenn sie im Erdenleben die Erlösung durch Jesus Christus annehmen würden. Es sind dies von Dämonen besessene Seelen, deren Zeit der Verkörperung als Mensch gekommen ist, die aber noch ganz satanisch ausgerichtet sind und ihren Widerstand nicht aufgeben, die völlig unter dem Einfluss des Gegners stehen und dem gute Helfershelfer sind. Sie wiegen sich in Gedanken, Licht zu verbreiten, während sie ständig das Licht zu verlöschen suchen. Sie sind in tiefster Nacht und finden nicht aus dem Dunkel heraus und müssen doch ihren Erdenweg in Willensfreiheit zurücklegen, der ihnen ebenso gut auch Erlösung bringen kann. Und diese dämonischen Geister werden sich auch an jedem versuchen wollen, der mir angehört, durch seinen Willen. Doch immer werde ich selbst zwischen ihnen und euch stehen, und mich scheuen sie, und sie fliehen das Licht. Daher fürchtet sie nicht. Solange ihr euch mir anvertraut, kann euch nichts geschehen, und meine verstärkte Kraftzufuhr wird euch jeden Angriff abwehren lassen. Ihr werdet nicht von ihnen angetastet werden dürfen, weil ich selbst euch schützen werde in jeder Not und Gefahr und weil ihr für mich tätig seid und daher auch jederzeit meiner Hilfe gewiss sein könnet. Amen.